So fröhlich und ausgelassen ist es im Team Smolinski, wenn es zu einem Rennen geht. Wie hier am Freitag, den 13. Juli 2001, als es zum Speedway Junioren WM Halbfinale nach Krško in Slowenien ging. Bei idealem Urlaubswetter gab es auf der Autobahn natürlich den üblichen Stau. Aber das konnte dem Martin und seiner Crew die gute Laune nicht verderben. Viel Zeit, um die schöne Landschaft um Krško zu genießen, blieb nicht. Denn schon am frühen Morgen des 14. Juli wurde im neu erbauten Fahrerlager fleißig gearbeitet. Um 10 Uhr begann das Training und der Martin beobachtete aufmerksam und etwas ungeduldig seine Gegner. Dann wurde es ernst. Der Dammerl und der Heinz brachten die Maschinen zum Tor und schon ging's los. Der Martin drehte seine ersten Runden auf dieser schönen Bahn. Doch dann schon die erste Panne. Der Kettenschutz hatte sich gelöst und blieb an Martins Fuß hängen. Weil sich Martin Smolinski als einziger Deutscher bis ins WM-Halbfinale der Junioren qualifizierte, wurde er in der Fachpresse als Einzelkämpfer bezeichnet. Hier seine schon berühmte Haltung vor dem Start. Nach dem Training suchte jeder einen schattigen Platz zum Ausruhen. Mit dabei Katrin Sorber, die Tochter des einstigen FEM-Delegierten Günter Sorber und die immer fleißige Gerti. Um 18 Uhr dröhnten im Fahrerlager die ersten Motoren. Die letzten Handgriffe wurden gemacht, denn pünktlich um 19 Uhr begann die Veranstaltung. Auch Raimund Schön stand dem Martin mit Rat und Tat zur Seite. Bremen, mein
kurz vor 19 Uhr die Aufstellung zur Fahrerbegrüßung. Dear guests and visitors, welcome to Kirschko here today on this sunny Saturday. We welcome you on the semi-final of juniors. This is the second semi-final and counts for the world championship. This is the 174th race here in Kirschko, and the contestants will now come from the boxes. Vergeblich wartete der Martin auf seinen Fanclub, der um 8 Uhr morgens in Olching mit einem Reisebus losfuhr, aber im Stau stecken blieb. Polska. Number 6, Tomasz Szanowski, Poland. Številka 7, Hans and Andersen, Danska. Number 7, Hans and Andersen, Denmark. Številka 8, Freddy Eriksson, Švedska. Number 8, Freddy Eriksson, Sweden. Številka 9, Matej Žagar, Številka 10, Martin Smolinski, Nemčija. Number 10, Martin Smolinski, Germany. Številko 11 bo nosil Janos Golenia, Mađarska. Number 11, Janos Golenia, Hungary. Številko 12, Chris Slabon, Kanada. Number 12, Chris Slabon, Canada. Številka 13, Simon Stead, Velika Britanija. Number 13, Simon Stead, Great Britain. Dann ging's zurück ins Fahrerlager. Von dieser Stelle aus sah man gut die Auffahrt zu den Boxen. Start zum ersten Lauf. Der Pole Rafał Okuniewski übernahm die Führung und gewann vor Jerzy Nikolenko aus Slowenien und Ross Brady aus England das Rennen. Primož Klinovsek aus Slowenien wurde Vierter. Zweiter Lauf. Tomasz Czarnowski aus Polen bereitet seinen Startplatz vor. Hans N. Andersen aus Dänemark ging in Führung und er siegte vor dem Engländer David Ho und dem Polen Czarnowski. Freddy Eriksson wurde Vierter. Im dritten Lauf startete Martin Smolinski mit rotem Helm auf der Innenbahn. Er kam aber nicht besonders gut weg. Vorne kämpften der Ungar Janos Golenia und der Slowene Matej Žagar um den ersten Platz. Žagar setzte sich schließlich durch und gewann diesen Lauf. Martin Smolinski fiel auf den letzten Platz zurück, aber wer den Martin kennt, der weiß, dass er ein Kämpferherz hat.
In der zweiten Runde setzte sich der Kanadier Chris Slavon an die zweite Stelle und der Martin konnte den Ungarn Janos Golenja hinter sich lassen und somit noch einen wertvollen Punkt kassieren. Etwas spektakulärer war dann der vierte Lauf. Der Engländer Blair Scott und der Pole David Kujawa kamen sich fast zu nahe. Auch der Däne Henning Bager und Simon Stepp aus England gingen sehr hart zur Sache. Gewonnen hat David Kujawa vor Simon Stepp und Henning Bager. Auch der fünfte Lauf ließ an Spannung nichts zu wünschen übrig. Simon Stepp, Ralf Okoniewski, David Ho und Matthijs Sagar lieferten sich harte Positionskämpfe. Doch in der zweiten Runde wollte der Engländer David Ho innen an Matthijs Sagar vorbei. Doch es gelang ihm nicht. Er riss Sagar zu Boden. Zum Glück blieb der Slowene unverletzt. Beim Wiederholungslauf wurde Ho als Sturzverursacher nicht mehr zugelassen. Also waren es nur noch drei. Rafael Okoniewski übernahm die Führung vor Sagar und Simon Stepp. Doch dann stürzte Sagar ohne Fremdeinwirkung. Also waren noch zwei beim Wiederholungslauf. Sieger wurde Rafał Okoniewski vor Simon Stepp. Im Rennen 6 war Martin Smolinski wieder mit dabei. Seine Gegner: David Kujawa aus Polen, Jerny Kolenko aus Slowenien und Tomasz Czarnowski, ein weiterer Pole. Kein optimaler Start für den Martin. In Führung Kujawa vor Czarnowski. Martin momentan auf Platz 3 liegen. Doch der Slowene Jerny Kolenko auf seiner Heimbahn ließ sich nicht abschütteln. Es entbrannte ein harter Kampf um Platz 3.
zwischen Kolenko und Smolinski. Auch in der letzten Runde griff Kolenko noch einmal an. Doch Martin behielt die Nase vorne und errang einen wichtigen Punkt. Rennen 7. Hans Andersen aus Dänemark mit weißem Helmüberzug gewinnt den Start. Hinter ihm Ross Brady aus Großbritannien. Auf Platz 3 liegend Scott Blair, ebenfalls Großbritannien. Und abgeschlagen schon etwas Janosch Kolenia aus Ungarn. Und so blieb es bis ins Ziel. Rennen 8. Primož Klenovsek in Rot, Freddy Eriksen in Blau, Chris Slabon in Weiß und Henning Barger in Gelb. Nach dem Start in Führung Freddy Eriksen aus Schweden vor Chris Slabon aus Kanada. Auch Henning Barger zieht noch vorbei und wird Drittplatzierter. Und dann kamen die Fans. Endlich war der Bus da. Nach 11 Stunden Fahrzeit waren sie endlich in Krško gelandet. Und wie man sieht, haben sie fast alle ihre Hemden an. Martin Smolinski Fanclub. Ja, es gab ein großes Hallo. Der Martin hatte seine Fans natürlich gleich erblickt, oben vom ersten Stock aus dem Fahrerlager vom neuen Gebäude. Also genau rechtzeitig zu Beginn des dritten Durchgangs waren die Speedway-Fans aus Olching mit dem Pitl-Bus eingetroffen. Ja, in der weißen kurzen Hose sieht man hier etwas niedergeschlagen den Organisator, den Hubert Grunwald. Rennen Nummer 9 mit Thomas Czarnowski aus Polen, Henning Barger aus Dänemark, Rafał Okoniewski aus Polen und Janosch Kolenia aus Ungarn. In Führung sofort Tomasz Czarnowski aus Polen, aber ein harter Kampf entbrennt hier um Platz 2. Zwischen Henning Barger mit blauem Helmüberzug und Rafał Okoniewski mit weißem Helmüberzug. Okoniewski setzt sich schließlich durch und wird zweitplatziert. Der dritte Platz geht an Henning Barger und wieder einmal ein letzter Platz. Überaus spannend ging es zu im Rennen Nummer 10. Da wurde hart gefightet, schon in der Startkurve, und es gab laufend Positionswechsel. In Führung hier der rote Helmüberzug Chris Slabon aus Kanada. Hinter ihm Černý Kolenko aus Slowenien. Auf Platz 3 momentan David Ho aus Großbritannien. Und Kolenko greift an. Übernimmt hier kurzzeitig die Führung
doch Slavon fightet zurück. Und auf einmal ist David Hoda. In der letzten Runde schiebt er sich auf Platz 2. Slavon vor Ho und Kolenko. Viertplatzierter Scott Blair. So heißt es nach 4 Runden. Rennen 11. Freddy Eriksen innen in Rot aus Schweden gegen Matthijs Sagar aus Slowenien mit blauem Helm dazu. Auf Platz 3 David Kujawa aus Polen. Platz 4 für Ross Brady aus Großbritannien. So blieb es bis ins Ziel. Rennen 12. Martin Smolinski gegen Simon Stepp, Primož Klenovsek und auf der Außenbahn Hans Andersen. Wieder einen Aufsteiger am Start, doch kurzzeitig auf Platz 2. Harter Kampf hier um die Plätze. Martin Smolinski zurückgefallen auf Platz 4. In Führung Hans Andersen vor Simon Stepp. Und Martin greift Klenovsek an. Und Klenovsek hat einen Aufsteiger hier in der dritten Runde und stürzt schwer. Das Rennen ist abgebrochen. Entscheidung des Schiedsrichters, Riran ohne Start Nummer 4, Primož Klenovsek. Ja, und mit Handzeichen gibt Martin zu erkennen, dass er die Bahn verlassen will. Und auch die anderen beiden Fahrer verlassen die Bahn. Während Klenovsek auf der Bahn behandelt wurde, hat Martin sein Motorrad gewechselt. Riran und alles easy. Und jetzt klappt's besser. Martin Smolinski auf Platz 2 hinter Simon Stepp. Nur Platz 3 für Hans Andersen. Ganz sicherer zweiter Platz für den Martin hier in diesem Rennen Nummer 12.
Mit Fanunterstützung und anderem Motorrad die ersten 2 Punkte für den Martin. Sieger Simon Stett, drittplatzierter Hans Andersen. Rennen 13. Hans Andersen, Chris Slavon, David Kujawa und Rafał Okoniewski. In Führung wieder die Startnummer 1, Rafał Okoniewski, vor Chris Slavon aus Kanada. Auf Platz 3 David Kujawa. Rennen 14. Innenkolenko in Rot. Mit blauem Helmüberzug Simon Stett. Stett hier in Führung vor Kolenko. Auf Platz 3 momentan noch Freddy Eriksson aus Schweden. Platz 4 Janosz Kolenia. In der dritten Runde greift Freddy Eriksson außen Jeremy Kolenko an und geht vorbei. Stett vor Eriksson und Kolenko. So blieb es bis ins Ziel. Dann kam der verhängnisvolle Lauf Nummer 15 für Martin Smolinski. Er hatte die falsche Helmfarbe. Die 2 Minuten liefen. Zurück ins Fahrerlager und den weißen Helmüberzug holen. Und die Zeit läuft. Martin Smolinski z Nemčije se vrača v boxe, kljub na čeladi nima pokrivala. Und im Eifer des Gefechts, und weil die Zeit schon so knapp war, steckte ihm der Dammerl den Helmüberzug nur hinten in den Brillengummi. Aber das entspricht nicht dem Reglement. Ja, es hilft nichts. Der Helmüberzug muss ordnungsgemäß über den Helm drüber gezogen sein. Schließlich nahm Martin den Helmüberzug selbst in die Hand und zog ihn sich über. Ja, das ist gar nicht so einfach. Immer noch laufen die 2 Minuten. Und jetzt wird's knapp. Endlich ist es soweit. Einmal noch tief durchschnaufen. Und dann nochmal ein Problem, den Abreißer nochmal anziehen. Ja, und dann die Entscheidung des Schiedsrichters. Nach Ablauf der 2 Minuten
Startverzögerung durch einen Fahrer. Und Martin konnte es nicht fassen. Er wusste nicht, wie ihm geschah. Und er war stinksauer. Aber die 2 Minuten waren vorbei. Wie man hier gleich sehen wird, kommt auch noch einmal der Rennleiter von Krischko und erklärt ihm die Situation. Und er deutet ihm 2 Minuten. Nach Ablauf der 2 Minuten ist keine Startverzögerung mehr möglich. Und jetzt kam der Ersatzfahrer. Manuel Hautzinger. Hier im Rennen Nummer 15 statt Martin Smolinski. In Führung David Ho. Und Hautzinger auf Platz 2. Dritter Platz für Henning Bager. Und auf Platz 4 Ross Brady aus Großbritannien. Hautzinger kämpft noch um Platz 2 und zieht auch noch vorbei. Und behält den 2. Platz. Welch eine Dramatik in diesem Rennen Nummer 15. Lauf Nummer 16. Ein Start- und Zielsieg für Tomasz Czarnowski aus Polen vor Matej Sagar und Manuel Hautzinger, der für den verletzten Klenovsek. Rennen Nummer 17. Der letzte Lauf für den Martin. Und immer noch hat er eine gehörige Portion Wut im Bauch. Gegen den Tagessieger Rafał Okoniewski und Freddy Eriksson, da gab es nicht viel zu gewinnen. Aber den Scott Blair, den ließ er hinter sich. Mit einem 3. Platz im letzten Lauf beendete Martin sein erstes WM-Halbfinale. Und er war um einige Erfahrungen reicher. Rennen 18. Matej Sagar auf der Innenbahn mit rotem Helm braucht die unbedingt noch Punkte zum Weiterkommen. Und er geht in Führung. Sagar
Thor Andersen und Kolenko. So geht's ins Ziel. Und die Zuschauer feiern Saga, denn mit diesem ersten Platz hat er es geschafft ins Finale. Die Sieger, Rafał Okoniewski vor Chris Slabon und Simon Stett. Nach einer neunstündigen anstrengenden Nachtfahrt war Martin um 14 Uhr in Olching beim letzten Vorlauf zur deutschen Juniorenmeisterschaft. Der erste Vorsitzende Ulrich Bremer interviewte ihn über das WM-Rennen vom Vorabend in Krzyżów. Im ersten Rennen startete Martin von der Innenbahn gegen Dennis Fischer aus Hanau, Marcel Dax aus Weingarten mit gelbem Helmüberzug und Christoph Demmel. Nach diesem schweren Rennen vom Vorabend war es hier richtig eine Leichtigkeit, wenn man ihm so zuschaut, gegen diese Fahrer zu kämpfen. Mit weitem Abstand führt er hier vor Dennis Fischer und Marcel Dax. Im zweiten Lauf, da war ich schon härter. Nach einem nicht optimalen Start, das kennen wir ja von Martin vom Vorabend, liegt er hier an zweiter Stelle, auf Platz 1, vor ihm Thomas Stange. Platz 3 hier noch für Pauli Bauer. Abgeschlagen Maximilian Hacker auf Platz 4. Aber wer den Martin kennt, der weiß, dass er ein Fighter ist bis zur letzten Runde. Und hier greift der Stange das erste Mal ganz mächtig an. Und Ende der dritten Runde geht er vorbei. Neue Reihenfolge, Smolinski vor Stange, Pauli Bauer und dann Maximilian Hacker. In Rennen 7 traf unser Youngster aus dem Megateam, der Michi Hertrich, auf Matthias Bartz, hier in blauem Helmüberzug, und auf Georg Hack Junior mit weißem Helmüberzug. Und der Michi, der kann fahren, das wissen wir alle. Dennis Fischer fällt hier aus, Matthias Bartz gewinnt, Michael Hertrich schreibt seine ersten zwei Punkte und Georg Hack Junior wird Drittplatzierter. Rennen Nummer 8 mit folgenden Fahrern. Mit der Nummer 4 Markus Fellermeier mit rotem Helmüberzug. Mit blauem Helmüberzug und der Startnummer 8, das ist Frankie Huber, ebenfalls ein Fahrer aus dem Olchinger Ligateam. Mit dabei auch noch Christoph Demmel mit weißem Helmüberzug und Thomas Muhr mit gelbem Helmüberzug. Frank Huber gewinnt diesen Lauf vor Thomas Muhr
und Markus Fellermeier. Leer geht Christoph Demmel aus. Heute war der Tag vom Frankie Huber. Gut gefahren, zwei Siege schon. Leider ging ihm im Laufe des Rennens sein Motor kaputt und ganz knapp scheiterte er für den Einzug ins Finale. Rennen Nummer 9. Der momentan Führende in der Gesamtwertung, René Schäfer, hier mit weißem Helmüberzug und der Startnummer 1, trifft auf seinen Clubkameraden von Diedenbergen, Dennis Fischer. Und Dennis Fischer setzt sich nach einer guten Runde hier in Führung vor René Schäfer. Thomas Muhn vom Club aus Pfaffenhofen auf Platz 3 und Maximilian Hacker ebenfalls aus Pfaffenhofen auf Platz 4. Aber immer noch in Führung hier Dennis Fischer mit der Rücknummer 11 vor René Schäfer. Martin Smolinski, die ja als insgesamt Drittplatzierter in diesem letzten Vorlauf. Letzte Runde und Fischer schlägt René Schäfer. 3 Punkte Fischer, 2 Punkte Schäfer, 1 Punkt Muhl. Rennen Nummer 12. Martin hier am Start mit der Nummer 7 Georg Hack im gelben Helmüberzug. Die Nummer 13 Andreas Nachtmann mit rotem Helmüberzug und auch Markus Fellermeier ist dabei mit dem blauen Helmüberzug. Doch ganz klar in Führung Martin Smolinski hier in seinem dritten Vorlauf und das wird der dritte Sieg am heutigen Nachmittag. Auch in der letzten Runde, da grüßt er schon seine Fans. Einen Wheelie auf der Gegengerade. Und ein weiterer Sieg hier in seinem dritten Lauf. Rennen 13. Ein interessanter Lauf. Denn hier trifft René Schäfer auf Thomas Stange. Beide fahren für den Bundesliga-Club Diedenbergen und beide sind sehr gute Spielerfahrer. Mit dabei in diesem Feld ist die Nummer 7 auch noch, Georg Hack Junior, der erst jetzt von René Schäfer überholt wird. In Führung Thomas Stange vor René Schäfer und Georg Hack Junior. René Schäfer zum zweiten Male am heutigen Nachmittag besiegt. Somit liegt Thomas Stange am heutigen Nachmittag hinter Martin Smolinski bis dato auf Platz 2. Rennen Nummer 14 mit Pauli Bauer, Frank Huber, Dennis Fischer und Andreas Nachtmann.
Ali Bauer. Und Frank Huber fällt aus. Pech für ihn. In Führung aber Dennis Fischer mit dem gelben Helmüberzug vor Pauli Bauer. Platz 3 für Andreas Nachtmann. Und Frank Huber kann es nicht fassen. So kurz vor dem Ziel, gut gefahren heute und jetzt ist der Motor hin. Rennen Nummer 15 nur mit drei Fahrern, denn auch Gerd Dorfmeister hatte einen Motorschaden und konnte nicht teilnehmen. Martin Smolinski hier am Start gegen Michael Hertrich und Thomas Muhl. Die beiden Clubkameraden hier im exzellenten Paarfahren in Führung. Hertrich mit blauem Helmüberzug, Smolinski in Weiß. Da hat natürlich der Thomas Muhr keine Chance. Und der Martin zieht den Michi mit. Platz 1 hier für Martin Smolinski, Platz 2 für Michi Hertrich und Platz 3 für Thomas Muhr. Nummer 15, die Startnummer 10, Martin Smolinski. Sein Schnitt 75,7. Rennen Nummer 17 ohne Frank Huber. Aber Martin Smolinski trifft auf zwei sehr starke Gegner. Auf der Innenbahn René Schäfer und mit dem weißen Helmüberzug Matthias Bartz. Doch da hat sein Start geklappt. Sofort in Führung gegangen und ein ganz klarer Vorsprung für den Martin Smolinski vor René Schäfer und Matthias Bartz. Gruß an seine Fans. Ja, er hat eine weiße Weste behalten, der Martin. Und er hat den Schnitt nochmal nach oben geschraubt. Die Bahn wurde ja langsam 80,0 km/h. Einen Wheelie. Ja, Martin, Mann, er ist ja der einzige in diesem Fahrerfeld, der und jetzt ganz speziell für unseren Kameramann Johann Schröpfer. Hören auf! Rennen 18. Georg Hack mit weißem Helmüberzug gegen Pauli Bauer mit blauem Helmüberzug. Mit dabei in diesem Feld auch noch die 16 Thomas Muhr mit gelbem Helmüberzug und die Nummer 9 Marcel Dax mit rotem Helmüberzug. Dax hier vorbei an Thomas Muhr. An der Spitze Georg Hack vor Pauli Bauer.
beide Fahrer für den Club aus Pfaffenhofen starten. Eine Renngemeinschaft zwischen Landshut und Pfaffenhofen. Und sie nennen sich die Lions. Georg Hack bleibt in Führung und schreibt 3 Punkte in seinem letzten Lauf. Pauli Bauer wird Zweitplatzierter. Dritter Marcel Dax. Thomas Muhl ist ausgefallen. Rennen 19. Michi Hertrich ist wieder mit dabei und er wächst über sich hinaus. Gegen Maximilian Hacker, Christoph Demmel und Andreas Nachtmann geht er sofort nach dem Start in Führung. Und kann sich sogar etwas absetzen. Das wären 3 ganz wichtige Punkte. Und das wäre die Qualifikation fürs Finale, für das Juniorenfinale am 29. September in Ludwigslust. Und Hertrich bleibt in Führung, schreibt 3 Punkte. Zweiter wird Andreas Nachtmann. Dritter Platz für Maximilian Hacker und vierter Platz für Christoph Demmel. Letzte Lauf des Tages. Stechen um Platz 3 zwischen René Schäfer und Matthias Barz. Barz hier noch in Führung, aber Schäfer greift an. Auf der Außenbahn. Angetäuscht und innen an Barz vorbeigefahren. Somit gewinnt René Schäfer das Stechen um Platz 3 und Matthias Barz wird Viertplatzierter. Der Sieger, Martin Smolinski, umringt von seinen Fans. Und alle wollen sie ihm gratulieren. Michi Hertrich, insgesamt Platz 5. Er wurde bester ADAC Junior Teamfahrer. Die Sieger von links, Thomas Stange auf Platz 2. Martin Smolinski in der Mitte Platz 1 und rechts neben ihm René Schäfer Platz 3. Und auch unser spielbegeisterter Bürgermeister Siegfried Weibel schließt sich den Gratulanten an. Wir treffen uns in Kürze.